Muss ich die auch noch? Ah ja, die muss ich auch noch zerstören. Okay. Jetzt ist hier nur noch eins. Ich hoffe mal, das sind dann noch alle. Nicht, dass hier gleich noch irgendein Flugzeug abhebt und dann wäre die Mission nämlich verloren. Ne, das waren alle. Sehr gut. So, die Flugzeuge hätten wir schon mal zerstört. Hier, okay. So, das ist der erste. Ja, die kommen nicht zum Abheben. Die kommen nicht zum Abheben. Das könnt ihr vergessen. So, der nächste kommt gerade erst aus dem Bunker raus. Puh, Witz ist das. Die sind sowas von weg. Und bada bam. So. Die werden kaputt. Ja, und jetzt? Irgendwie ist das unlogisch. Warum sollte unser Hauptziel jetzt noch hier rumfahren, wenn wir gerade alle Flugzeuge weggebombt haben? Alles klar. Dann will ich doch mal sagen. Ah, nicht ganz getroffen. Aber wird schon passen. Ja, zack. Alles weg. Ja, aber man muss sagen, die Mission Tod von oben aus Modern Warfare 3 ist wesentlich besser. Die ist ziemlich langweilig, jetzt habe ich auch voll daneben geschossen. Ja, aber trotzdem irgendwie alles abgeräumt, komisch. Naja. Okay. Und damit hätten wir unsere Mission abgeschlossen. Puh. Gar nicht mal so einfach gewesen. Ja, das war's mit dieser Mission. Die haben wir hinter uns gebracht. Mein lieber Scholli. So. Und jetzt... Jetzt landen wir noch, glaube ich. Ja, wir haben keines Licht. Ja, jetzt landen wir noch und dann ist der Käse gegessen. Ganz schön schnell gebremst. Das Ding hat Bremsen, meine Fresse. So, das war's also mit der Mission. Wir haben das geschafft, was wir schaffen sollten. Wir haben unser Ziel ausgeschaltet. Al-Bashir sollte jetzt also Platz sein. Es waren jedenfalls PLA. Und wir haben einen guten Jägerfreund verloren, der im Himmel gestorben ist. Ein weiteres Mitglied, unser Kompanion, sagt man so, na egal, ist also erst gestorben. Die nächste Mission heißt Operation Guillotine, die werde ich jetzt in diesem Spiel, diesen Durchgang erstmal nicht machen. Ich mache jetzt einen Cut, aber zuerst will ich mir noch die Zwischensequenz hier anschauen, die jetzt eigentlich kommt, ja. Aber was soll das mit mir zu tun haben? Soll ich Ihnen aufzeichnen, Mann? Al-Bashir war überhaupt nicht dort, deshalb sind Sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Bashir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich Solomon. Ich würde Sie gern was fragen. Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren Ihre Worte.
Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wie Ihren befehlshabenden Offizier schoss. Lecken Sie mich! Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte ist. Wir sind nicht hier, um es aus ihm rauszuprügeln. Lass ihn! Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Vorschrift. Na schön. Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden. Ganz schön große Stadt. Allerdings. Noch keine Waffenlaster. Nee. Die Mühlen des Schicksals malen langsam. Ich höre. Misfit, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings, um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Garrisons Regiment die Yafiyé-Brücke eingenommen. Dadurch sind Misfit und Helmöke in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kurschier-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit auszusteigen. Verstanden. Verstanden. Gut, dann machen wir das gleich. Also mal wieder ein bisschen mehr in die Action reinsteigen. So. Alle Misfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole. Mission startet. Sir, verstanden. Blackburn, nimm den Mörser. Ah, nice. Ein Mörser. Los, los, los. So, in dieser Mission spielen wir dann auch keine Frau mehr in irgendeinem Jet, sondern wir spielen wieder Sergeant Blackburn auf dem Feld. Gut, wir müssen jetzt erstmal hier runter unserem Kollegen folgen. Wow, 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 wow. Da schlägt schon alles neben uns ein. Und hier brennt auch schon die Hälfte. Meine Fresse, oh, ihm hier geht's nicht so gut. Lieber schnell hier runter, dass wir möglichst nah an die Mauer kommen. Da sind wir, glaube ich, geschützter als auf diesem Feld. Meine Fresse, wow, wow, wow. Ja, da unten an die Mauer, wow, wow, wow. So, ich glaube, jetzt sind wir aber. Jetzt kann erstmal nichts mehr wirklich kommen. Wir sind unter der Brücke. Da sollten wir einigermaßen geschützt sein. Und direkt an der Mauer wird wohl auch niemand auf uns schießen. Dann gucken wir... Oh, was ist jetzt los? Dann testen wir mal diesen Mörser. Zack. Wieso Leuchtgeschosse? Wir sollen auf den Feind schießen. Naja, dann eben Leuchtgeschosse. Gut. Was für eine Waffe haben wir hier? Keine Ahnung. Oh, eine Shotgun. Nice. Gutes Messer. Gut, dann auf geht's. Zack, Räuberleiter und hepp, hier drüber. So. Da sind wir. Huiuiui. So. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal auf den Feind hier. Das ist schlecht. Ich habe gar nichts gesehen. Alles klar, wir rücken ein bisschen vor. Den da unten schnappen wir uns noch gerade. So. Und da hinten, das ist ein Stein. Ja. Ich bin schon so verrückt hier. Der Krieg, der nimmt mich so mit. Ich schieße schon auf Steine. Das gibt's nicht. Den treffe ich einfach nicht. So, momentan bringt uns unsere geile Shotgun noch relativ wenig. Ich lege mich mal hier hin. Nehmen wir die Feinde mal von hier aus aufs Korn. So. Na. Gott, das blendet schon wieder so. Und weiter geht's. So, ich muss gerade einen kleinen Cut machen, soll uns aber nicht daran hindern, hoppala, hier jetzt weiter vorzustürmen. Und die Frontline nach vorne zu schieben. Okay, hier ist niemand mehr, dann besser nah an die Mauer. So. Was ist da hinten? Was soll man damit machen? Gibt's ja nicht. Wieso stirbt der da nicht? Aha, jetzt aber. Wow, 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 wow. Wieso komme ich nicht nach hinten? Achso, da waren meine Kameraden. Idioten. Okay, so. Da rechts müsste nochmal so eine MG-Stellung sein. Ah, leck mich doch. Der ist tot. Oh, da ist noch einer scheinbar. Ich rück mal ein bisschen weiter vor, vielleicht geht's dann ein bisschen besser. Jetzt aber, da sehe ich sie doch. Da ist immer noch irgendwer. Das ist immer noch wer, das gibt's ja gar nicht.
What the fuck? Da oben sind sie jetzt. Scheiße. Und schnell hier hin. So. Ist da oben irgendwer? What? Alter Falter. Da ist irgendeiner. Zack. So, den haben wir. Aber jetzt... Gibt's ja nicht. Wow! Sag mal, bin ich jetzt alleine an diesem Stein? Da war doch vorher noch einer. Leckfett. Was ist denn mit meinen Leuten? Die sollen mal vorrücken, die Idioten. Hier ist niemand. Boah. Man wird hier so übel geblendet durch die ganzen Lichter hier. Zack. Headshot. Sollen wir mal, sollen wir auf die UMP wechseln? Mal gucken, was da für ein Visier dran ist. Keins, ja, dann lohnt sich's nicht. Scar Age haben wir hier. Ui, die funktioniert eigentlich noch ganz gut. Im Multiplayer war ich mit der nie so super. Na, das gibt's doch nicht. Scheiße, da gehe ich eben alleine vor, ey. Wenn die Bobs nicht vorrücken wollen. Ah. Auch wenn das nicht ganz so ohne ist hier. Ah. Jetzt bekommen wir aber, glaube ich, wieder Unterstützung. Gibt's nicht. So, da hinten ist noch wer. Zack. Die haben wir. Auch wenn ich herumgeschoben werde von meinen Kollegen wie sonst was. Die sollten mich lieber mal in Ruhe lassen. Die poken einen da rum, das ist der Wahnsinn. Da war er. Den ich jetzt gut können mit der Shotgun erledigen, aber ich bin nicht mehr so gut im Waffenwechseln. Also nicht mehr so schnell. Schon ewig kein Multiplayer mehr gespielt. So, wir flankieren den Feind dann mal. Hier an der Mauer sind wir einigermaßen sicher. Ich glaube nicht, dass uns hier jetzt irgendwer... Okay, jetzt dann gehen wir hier hoch. Oh, jetzt haben sie eine Granate reingeschmissen. Ah, jetzt haben sie eine Granate reingeschmissen. Bam! So, jetzt sollte erstmal Ruhe im Karton sein. Oh, dem geht es nicht so gut. Dann gehen wir mal rein. Boah, ist hier ein Rauch, beziehungsweise ein Nebel, ey, fuck. Gott. Das hätten wir. Dann Kempo hier mal hinterher. Komm, mach auf. Falls irgendwer hier durch will. Was ist denn los? Irgendwie ist hier ein Fehler gerade. Ah, okay. Ich muss sie selbst aufbrechen. Das erklärt einiges. Wieso muss ich jetzt hier so übel E drücken? Ist die, was ist denn? Wieso leckt denn das jetzt? Gibt's ja gar nicht. Wieso geht die nicht auf? Willst du mich verarschen? Aha. Hat ja ewig gedauert. Ja, er ist gesichert. Komm, auf geht's. Hier ist niemand. Falls einer kommt, ist der schneller weg wie sonst was, weil ich einen Shotgun in der Hand habe. Komm, mach auf. Oder soll ich wieder? Siehst du, hab ich doch gesagt. Ja. Wie sollen die auch eine Chance haben in so einem engen Raum gegen eine Shotgun? Vor allem, wenn der Kerl dann auch direkt vor mir steht. Na komm, ne, ich bleib erstmal auf der Shotgun, solange wir hier noch in diesen engen Gassen unterwegs sind. Gut, wir gehen jetzt wieder raus, von daher ist es egal. Alles klar, und wir fahren ein bisschen, so wie es aussieht. Dann steig mal ein, Blackburn. Okay, dann cruisen wir mal los. Boah, irgendwie leckt es gerade ein bisschen, oder? Naja. So, das wird bestimmt keine leichte Fahrt. Okay.